Skispringer gehen da schon etwas früher hin. Schon in der nächsten Saison wird es dann nach der Tournee doch ein Springen in Tschechien geben. Also die Probleme mit der Schanze, der WM-Schanze, dass diese präpariert wird, sind inzwischen behoben. Und das war wenig überraschend. Szczepan Kubczak mit einem Sprung über die 100 Meter, 101,5 für den Polen. Starker Mann auf der Schanze. Spürt man schon eine ganz andere Aggressivität, findet schnell sein Flugsystem und geht in Führung. Wird also